Hi, das ist Dom's Real World. Ich bin Dom. Ich bin Querschnitt seit 2012 und Tester und Entwickler bei Forsara. Wir werden häufig gefragt, warum wir ein Vorsitzrad entwickelt haben und wie es sich von anderen unterscheidet. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß, los geht's nach dem Intro. Hier haben wir zwei Vorsatzräder, die auf den ersten Blick sehr ähnlich sind, was Größe und Gewicht angeht, sich bei genauerem Hinsehen aber doch deutlich unterscheiden. Schauen wir uns zuerst das An- und Abkoppeln an den Rollstuhl an. Das geht bei beiden Rädern ziemlich schnell. Beim Forsara sind es ein paar Handgriffe mehr, aber dadurch lässt sich eine deutlich höhere Stabilität erreichen. Andere Vorsatzräder sind beispielsweise mit dem Fußbrett verbunden, welches nicht dafür ausgelegt ist, diese Last aufzunehmen. Schon bei wenig Gewichtsverlagerung beginnt der Rollstuhlrahmen sich zu verwinden. Das Forsara ist ähnlich einem Handbike an die Vorderrohre des Rollstuhls angebracht, was die Stabilität deutlich erhöht. Schaut man sich die Funktionsweise der Vorsatzräder an, so können diese beide wie gewohnt über die Greifringe gelenkt werden, wobei hier links die Vorderrollen beim Einlenken näher an den Boden kommen, was hier rechts beim Forsara nicht passiert. Zusätzlich kann das Forsara aber auch noch direkt über die Lenkstange gelenkt werden. Man kann selbst kleinste Gefälle nutzen, um ewig und verzögerungsfrei dorthin zu rollen, wo man hinrollen will. Hier der Vergleich. Mit dem Forsara, mit einer Hand und ohne Anschieben ganz einfach. Mit anderen Vorsatzrädern oder mit dem blanken Rollstuhl muss man immer mit beiden Händen auf beiden Seiten bremsen und anschieben, um bei gleichbleibender Geschwindigkeit seine Spur zu halten. Hier ein kleiner Rolltest. Kaum sichtbar, aber doch vorhanden, hat diese Straße sowie die meisten Wege ganz leichte Seitenneigung. Mein Kollege muss also auf einer Seite bremsen, um die Spur zu halten. Und ich kann mit einer Hand direkt dorthin lenken, wo ich hin will, und mit der anderen sogar noch die Kamera halten. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, um sich mit dem Rollstuhl effizient fortzubewegen, ist die Spurstabilität. Wie man hier sieht, sind sehr viele Korrekturbewegungen notwendig, um den Rollstuhl auf Kurs zu halten. Auf einer Seite bremsen, auf der anderen Seite anschieben, was anstrengend ist. Mit dem Forsara und der einzigartigen Spurstabilität muss man nicht anschieben und rollt einfach wie von allein. Auch ohne eine Hand am Lenker zu haben, bewegt man sich so sicher und vorhersehbar fort. Bergabfahren mit dem Rollstuhl ist nicht immer ungefährlich. Man kann sich beim Bremsen an den Greifringen die Hände verbrennen und wenn man anhalten möchte, um die Bremsen reinzutun, dann muss man manchmal sehr schnell sein, weil der Rollstuhl sich wegdreht, sobald man einen Greifring loslässt. Bei dem Vorsatzrad, welches wir hier testen, müssen wir außerdem feststellen, dass es stark zum Einlenken tendiert, wenn es hangabwärts steht. Das Forsara V3 hat eine Bremse, was einem die verbrannten Hände erspart. Außerdem kann man, wenn man am Berg steht, ohne große Hektik sicher und einfach die Rollstuhlbremsen arretieren und wieder lösen. Zum Bergabfahren braucht man Rumpfstabilität, sonst fliegt man nach vorne raus. Für mich wird dieses Manöver mit diesem Rad absolut unmöglich. Mit dem Forsara V3 sieht er schon anders aus. Dank des Einhandlenkers kann ich mich abstützen und das Vorderrad bremsen. So wird das Bergabfahren eine sichere und einfache Sache, selbst bei steilerem Gelände.
Wenn es nicht nur steil, sondern auch noch uneben ist, dann wird das Ganze umso schwieriger, weil man immer auf beiden Seiten die Bremskraft korrigieren muss, sodass man die Spur halten kann. Mit dem Fossara sieht das ganz anders aus. Hier wieder der Einhandlenker und das Ganze ist einfach, sicher und macht Spaß. Elektrische Zusatzantriebe wie der Smooth lassen einen leichter und schneller vorankommen. Noch besser ist das Ganze in Verbindung mit Vorsatzrädern. Wenn man dann auch noch nicht die ganze Zeit auf einer Seite bremsen will und das Gefühl hat, dass einem die Hand abbrennt, braucht man einen Lenker. Dank Einhandlenker und zusätzlicher Bremskraft, weil eine Vorderradbremse dran ist, ist die Verbindung Zusatzantrieb und Fossara V3 das Optimale für den Alltag. Einfach und modular, jedes Teil kann einzeln verwendet werden und der Rollstuhl ist und bleibt immer noch ein Rollstuhl mit wenig Anbauteilen und ist klein, leicht und kompakt zum Verladen. Wie sieht euer Rollstuhl aus? Habt ihr Zusatzantriebe, Vorspannräder oder Adaptiv Handbikes? Wie habt ihr euch die größtmögliche Mobilität im Alltag erkämpft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da oder gebt uns ein Abo. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.